die Band nicht gern hat, wie man zuerst gemerkt hat, die fangen dann einfach an. Aber das ist, wenn man den Lämmer auf die Bühne lässt, der haltet einfach die Pappen nicht. Also, da hat der Markus sein Leid damit. Aber, wie gesagt, ein bisschen geht's mir gerade, und zwar, weil es ist jetzt etwas ernster, das, was ich sage. Das nächste Lied widme ich einem sehr guten Freund von mir. Dieser sehr gute Freund hat vor ein paar Wochen einen schweren gesundheitlichen Rückschlag, sagen wir mal so, gehabt. Und der befindet sich jetzt in der Nähe von Innsbruck, um sich davon wieder zu erholen. Und ich habe zu ihm gesagt, ich habe es ihm mit SMS geschrieben, ich habe gesagt, mir da herunten, wir schreien jetzt so laut bei dem folgenden Publikumsteil, dass er das da oben in Hochziel hören wird. Und jetzt sage ich euch gerade noch, was ich dann singe, damit es ist ein bisschen eine schnellere Nummer, da, damit ihr das dann auch gleich wisst, wie das geht. Ich werde dann sagen zum Beispiel, Hadi, 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 hey! Hadi, 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 ho! Okay, damit es nicht schneller wird, als wie ich das überhaupt auffassen kann, ist jetzt da offensichtlich sehr gut. Danach werde ich noch sagen, hey, 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 und ho, 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 eventuell. Und danach werde ich sagen, und das müssen wir alle besonders da sagen, müssen wir sagen, get well, get well. Ich muss es auf Englisch machen, weil es da besser reinpasst, rhythmisch. Get well, get well. Also, wie heißt der? Gute Besserung. Wie heißt ja, wie der heißt, gell? Gute Frage. Das kommt dann im nächsten Satz. Nämlich, zuerst kommt get well, und danach kommt Dear Mike, get well. Also get well, get well, get well, get well. Dear Mike, get well, dear Mike, get well. Das werden wir dann so zurück. Wir müssen weiter tun. Ja, eben, okay. Genau, das werden wir dann so lange machen, wie wir das wählen, beziehungsweise wie er mir weil das sonst wollt. Kann der Larry Garner nicht. Nein, eben, da kann der Larry Garner nicht kommen. Und das will ich natürlich tatsächlich auch nicht. Also fangen wir einfach an mit Sweet Home, Chicago. Ich hab da zuerst ein riesiges Pokémon gesehen. Das muss ich
Zwischenzeit erfangen. Alles war eh leer. Okay. So. Und jetzt kommen wir zu dem eingangs erwähnten Publikumsteil. Also, ihr seid eh schon bestens vorbereitet. Deswegen werde ich jetzt ohne weitere lange Umschweife damit starten, sobald die Melodie es zulässt. Und es beginnt so. Hadi, 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 hey! Noch 7 Jahre wieder. Ciao, Pfiat euch! Limbox!